der Hexenmeister sich doch einmal wegbegeben. Und nun sollen seine Geister auch nach meinem Willen leben. Oder Ruhe. Über allen Gipfeln ist Ruhe. Und der Fischer. Halb zog sie ihn, halb sank er hin. Und den König von Thule. Jenes weissagende Gedicht, das Gretchen im Faust zitiert. Berichtet wird darum von einem König, der von seiner Geliebten einst einen goldenen Becher geschenkt bekommen hatte. Und da dieser nicht haben wollte, dass der Becher nach seinem Tod in die Hände eines anderen Menschen gerät, warf er ihn ins Meer. Und wenn ihr nun dieses Lied unseres hochverehrten Lehrers Zelter hören möchtet, so folgt mir. Und es war eben damals in der Zeit nicht üblich, dass Frauen sich entsprechend künstlerisch artikulieren durften. Auf der Bühne, je nachdem ja, aber im Prinzip war es doch eigentlich nicht so gestattet. Und deswegen hat der Vater Abraham und deswegen haben auch Felix und andere in der Familie sich dagegen ausgesprochen, dass die Kompositionen von Fanny damals publiziert wurden. Irgendwann im Laufe ihres Lebens hat sie sich allerdings auch dann darüber hinweggesetzt. Und gerade in Berlin weilete berühmte Musiker wie Karl Maria von Weber, Clara und Robert Schumann, Paganini, Kalkbrenner traten bei uns zu Hause auf. Aber in den Zeitungen durfte darüber nichts stehen. Offiziell fanden die Konzerte in privatem Rahmen statt. Wozu? Wozu das alles, wenn ich letztlich doch nur am Herd stehen oder Kinder wickeln soll? Wozu? Ob sich an der Stellung der Frau in der Gesellschaft wohl jemals etwas ändern wird? Die Augen gegen den Übel so oft getrennt aus. Und als er kam zu sterben, zählt er seine Stadt im Reich. Gibt alles seinen Erben, die an verschiedenen Stationen, hier im Theater, in den Foyers, auf der Vorbühne, auf der Bühne, wird musiziert und diese Stationen durchwandert dann das Publikum, geführt von Fanny. Wartend im märkischen Sande, umsprungen von sieben Primaten, ob ein flatternder West auch labend die Wangen und spielet, ob ihr die Mittagsblut mit Geduld und Ergebung ertragen, Kinder und Maiblumen haben, die Köpfchen gesenkt seit gestern. Wir sind in der glücklichen Situation, dass die letzten 15, 20 Jahre sehr viel von ihr publiziert wurde. Kompositionen, aber auch Tagebücher, Briefwechsel. Und auf diese Art und Weise wissen wir sehr viel in der Zwischenzeit über Leben. Und es hat eben auch eine Neubewertung stattgefunden. Und die Musikwissenschaft bezeichnet Fanny heute als die bedeutendste Komponistin des 19. Jahrhunderts.